Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Heute möchte ich dir dieses ganz besondere Küken zum Häkeln zeigen. Und zwar ist das ein Küken, was mit Kirschkern gefüllt wird. Du kannst es arbeiten als Warm- und Kaltkompresse, als Kaltkompresse oder einfach nur zum Spielen, weil es ist wirklich ganz toll für Kinder zum Spielen. Das ist schwerer, es bleibt mehr stehen, wenn du es zum Dekorieren nimmst. Es ist wirklich schön zum Knuddeln. Es ist nicht hart, es ist einfach nur griffig und so richtig knutschig und knatschig zum Durchknuddeln. Was du aber beachten musst, ist Folgendes. Möchtest du es für eine Kalt- und Warmkompresse benutzen, darfst du diese Franselwolle nicht dazu nehmen, weil die würde wegschmelzen. Und du musst das ganze Küken komplett in 100% Baumwolle häkeln. Die Stärke der Wolle richtet sich nach der Häkelnadel. Auf der Banderole muss stehen, eine Häkelnadel für 3,5 bis 4. Dann hast du die richtige Stärke und dann brauchst du nur eine gelbe Wolle. Füßchen, Flügel und Schnabel müssen aus Filz sein, die du dann bitte mit 100% Baumwollnägern annähst, weil das verträgt die Hitze und die Kälte. Die Augen, hier habe ich, weil ich es nur zum Spielen benutze, Wackelaugen genommen zum Annähen, weil das sichere ist für Kinder, die dürfen nicht abgehen. Die musst du dann weglassen, aber dann nimm einfach einen 100% Baumwollfaden und stick dir kleine Augen auf. Bei einer Kaltkompresse kannst du diese Fransenwolle mitarbeiten. Du musst aber dann auch die Augen aufsticken und auf gar keinen Fall Kleber benutzen für Flügel, Schnabel und Höschen. Die müssen dann auch mit einer 100% Baumwollnägern angenäht werden. Das ist ganz wichtig. Ich weise da nochmal drauf hin. Also kannst du dieses Küken in drei verschiedenen Arten machen. Es ist dann dir überlassen. Die Häkelart, wie wir das machen, bleibt ganz genau gleich. Die Kirschkerne bestelle ich mir immer im Internet, aber dann im großen Sack, das sind so 10 Kilo, weil ich oft Kirschkernsäckchen nähe, häkel und strick. So, genug geredet und jetzt fangen wir mal an. Ich freue mich, dass du da bist und ich hoffe, es gefällt. Nehmen beide Fäden zusammen und machen als erstes jetzt da vier Luftmaschen. Es wird alles in festen Maschen gehäkelt. 1, 2, 3, 4 Luftmaschen und die schließen wir zum Ring. Einfach mit so einer Öse durchziehen. So, das ist unser Ring. Immer am Anfang zwei Luftmaschen, immer bei jeder Reihe. Ich häkel mit Reihe für Reihe, nicht unendlich, weil dann sieht man genau, wo man zunehmen muss und hat da keine Probleme. Und die Naht kann man dann nach hinten machen und so auffallen tut sie auch nicht. So, wir machen jetzt sechs feste Maschen hinein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jede Reihe schließen wir mit so einer Öse. Wir gehen einfach in die zwei Luftmaschen hinein. Man muss gar nicht in die Luftmaschen, sondern in den Zwischenraum der zwei Luftmaschen gehen. Holt sich eine Öse heraus und zieht sie durch die hintere und ist die Reihe geschlossen. So. Jetzt natürlich wieder die zwei Luftmaschen am Anfang. Und jetzt müssen wir zunehmen. Wir machen eine Luftmasche, eine feste Masche in die erste Masche. Dann machen wir zwei in die nächste Masche. Dann wieder eins, dann zwei, eins, dann zwei. Wir schließen die Reihe. Und dann müssen wir in der nächsten Reihe zwei feste Maschen in die erste, dann eine. Wieder zwei feste Maschen in die nächste, dann eine. So, in der dritten Reihe machen wir dreimal eine Masche und dann in die vierte zwei. Dreimal eine Masche und die vierte zwei. Und darüber häkeln wir eine Reihe ohne Zunahme. Das ist jetzt das nächste, was wir machen müssen. Ich wiederhole es nochmals. In dieser Reihe eine, dann zwei. In eine feste Maschen, eine und zwei, eine und zwei. In der nächsten Reihe machen wir zweimal eine und dann zwei feste Maschen in eine. Zweimal eine einzelne und zwei Maschen.
Darauf dreimal einzelne Maschen und in die vierte zwei Maschen. Dreimal eine und in die vierte zwei Maschen. Das ist die dritte Reihe. Und die vierte Reihe häkeln wir einfach so, wie es kommt, ohne Zunahme. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Das Köpfchen ist soweit entstanden. Jetzt müssen wir schon anfangen abzunehmen. Wir häkeln fünf einzelne Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 6 und 7 zusammen. Das geht so. Wir gehen in die 6 hinein, wir gehen in die 7 heraus und häkeln eine feste Masche. So, jetzt wieder 5 einzelne. 1, 2, 3, 4, 5. In die 6 hinein, in die 7 heraus und eine feste Masche. Das ist einfaches Abnehmen. Und dann sind es noch 2. So, dann schließen wir die Reihe, wie immer, mit unserer Öse. So, wieder 2 Luftmaschen am Anfang. Und jetzt müssen wir wieder abnehmen in der nächsten. Jetzt häkeln wir 3 einzelne, 1, 2, 3 und Nummer 4 und 5 zusammen. Dann schließen wir die Reihe, wenn wir das gemacht haben. Also immer 3 Maschen häkeln und Nummer 4 und 5 zusammen, bis die Runde zu Ende ist. Und darauf in der Reihe machen wir das Gleiche. 3 mal eine Masche und 4 und 5 zusammen. Wieder 3 mal eine Masche, 4 und 5 zusammen, bis die Reihe zu Ende ist. Und dann kommen wir weiter zum Körper. Jetzt haben wir den Hals. Wieder am Anfang 2 Luftmaschen, wie immer. Und jetzt muss er wieder zunehmen. In die erste machen wir 2 feste Maschen, dann eine. Dann in die nächste wieder 2, dann eine. In dieser Reihe. Dann schließen wir mit einer Öse, dann 2 Luftmaschen. In der nächsten Reihe müssen wir machen 2 feste Maschen in die erste, dann 2 einzelne Maschen, dann wieder 2 in eine, 2 einzelne Maschen, 2 in eine. Und darauf machen wir 2 feste in die erste, dann 3 einzelne, 2 feste in die nächste und wieder 3 einzelne. Also wir nehmen jetzt regelmäßig zu. In der ersten Reihe, wie gesagt, 2, dann 1, 2, dann 1. In der zweiten Reihe 2, dann 2 mal eine, 2, dann 2 mal eine. Und in der dritten Reihe 2, dann 3 mal eine, 2, 3 mal eine, bis die Runde zu Ende ist. Und darauf müssen wir 5 Reihen häkeln. Ohne Zunahme oder Abnahme, einfach wie die Maschen kommen, 5 Reihen. So groß ist jetzt schon unser Küken. Und jetzt kommen wir dran und müssen wieder abnehmen. So, anfangen wieder unsere 2 Luftmaschen, das bleibt ja. Und dann müssen wir in dieser Reihe 5 mal eine, 1, 2, 3, 4, 5 und Nummer 6 und 7 zusammen. Also in die 6 hinein, in die 7 heraus und eine feste Masche. So, dann wieder 5 einzelne und 6 und 7 zusammen. Dann schließen wir die Reihe mit einer Öse. In der nächsten Reihe machen wir genau dasselbe. Also 5 mal eine einzelne, 6 und 7 zusammen. 5 mal eine einzelne, 6 und 7 zusammen, bis die Reihe zu Ende ist. Richtig gleichmäßig. Wenn ihr am Ende zum Beispiel mal 6 Maschen habt und die 7. fehlt euch, weil die Runde zu Ende ist, dann häkelt einfach die 6 Maschen und gut ist es. So, danach in der Reihe müssen wir 4 mal eine einzelne und 5 und 6 zusammen. 4 mal eine, 5 und 6 zusammen. Immer gleichmäßig das Gleiche machen, auch in dieser Reihe. Und dann müssen wir erstmal füllen. Wir kommen jetzt zum Füllen. Und bei diesen Küken möchte ich ganz gern mit Kirschkernen füllen. Ich habe mir dann Kirschkerne gekauft aus dem Internet, in 10 Kilo Sack. Das geht wirklich. Also ich mache ein bisschen mehr mit Kirschkernen. Dann fülle ich die mir immer portionsweise in eine Gefriertruhe und dann nehme ich wirklich so eine kleine Tasse und kippe das so rein. So, und das füllen wir richtig fester aus, gerade dass es richtig im Kopf ist. Und das ist wirklich eine ganz tolle Art,
seine selbst gehäkelten, gestrickten und genähten Sachen aufzufüllen, mal nicht mit Füllwatte oder Schaumstoff, sondern wirklich formstabil. Und ihr seht, wie cool das schon aussieht, aber stopft erstmal richtig. Richtig schön stopfen, dass es so richtig in Form kommt. Und wirklich gesagt, von der Schwere her lässt es sich dann ganz toll hinsetzen. So, meins ist jetzt voll. Jetzt wird komplett zugehäkelt. Und das geht so. Wir häkeln jetzt immer zwei Maschen zusammen. Immer zwei Maschen zusammen. Kann sein, dass jetzt nochmal was rausfällt, dann einfach wieder rein. Am Anfang wieder zwei Luftmaschen, eins, zwei. Und dann immer zwei Maschen zusammen häkeln. Es sind ja nicht mehr viele. Und so ziehen wir es zu. Die nächste Reihe machen wir genauso. Immer zwei Maschen zusammen. Und die übrigen ziehen wir dann zusammen über Kreuz. Das zeige ich jetzt mal ganz, damit ihr auch versteht, was ich meine. Ihr müsst jetzt auch mal richtig beim Boden feste ziehen. Gerade wenn ihr lockere Häkler seid, richtig schön feste ziehen. So. Jetzt bei dieser Reihe keine zwei Luftmaschen am Anfang. Jetzt wieder zwei zusammen. Immer zwei zusammen. Gleich ist der Boden ganz toll geschlossen. So. Jetzt wieder zwei zusammen. Und dann ziehen wir es einfach nur noch einmal so über Kreuz zusammen. Wir haben die Luftmasche, wir gehen in die entgegengesetzte hinein. Masche hinein, gehen hier raus, holen uns einen Faden und machen keine feste Masche, sondern ziehen es einfach nur durch die letzte hindurch. So, und jetzt durch die letzte Masche nochmal durchziehen, Faden abschneiden und durchziehen. Und das war's. So, und ihr seht, wie toll der Boden geschlossen ist. Jetzt vernäht er ganz super den Boden. Ihr seht, wie toll das Küken schon steht. Und dann arbeiten wir es aus. Flügel, Schnäbelchen und solche Sachen. Jetzt kommen wir zur Gestaltung. Und zwar habe ich erstmal aus Filz die Füßchen zugeschnitten. Das sind 3 mal 4 cm aus einer ganz normalen dünnen Filzplatte. Das legen wir aufeinander. Wir schneiden die Seiten gleich zu. Dann gehen wir einmal schräg nach oben. Dann lassen wir hier ungefähr 1 cm stehen. So. Wie so ein Dreieck, nur dass es keine Spitze hat. So. Und auf der anderen breiten Seite schneiden wir jetzt 3 Zacken hinein. Immer schön entlang. So. Und die Außenkante bleibt stehen. Kann man ein bisschen nachschneiden. Und schon haben wir die Füßchen. So, für die Flügelchen brauchen wir auch 4 mal 3 cm. Schneid mir das dann immer so zu. Eins ist Muster, dann lege ich mir das immer fortlaufend. Aber wir brauchen nur 2. Ich hatte den Streifen noch. So, und da gehen wir jetzt so ähnlich gemacht. Nur wir schneiden in einem Bogen nach vorne. Nicht gerade, sondern einen Bogen. Wir lassen hinten wieder so 1 cm stehen und schneiden in einem Bogen nach vorne. So. Und dann müssen wir vorne 3 Rundungen schneiden. Also die Außenkante lassen wir stehen, dann gehen wir nach innen und schneiden jetzt da so 3 Wellen hinein. Da braucht man eigentlich keine Schablone. Das sind dann die Wellen. So, das sind die Flügelchen. Jetzt braucht man noch den Schnabel. Dazu brauchen wir einen Streifen von 4 cm und Breite sind 1,5 cm.
4 cm mal 1,5 cm aus dem Filz herausgeschnitten. Wir knicken in der Mitte. Hier ist die Zuneseite. Und dann schneiden wir einfach eine Spitze nach vorne. Und dann wieder zurück. Also wir schneiden uns ein Dreieck, ein doppeltes Dreieck. Und da bleibt es zu. So, wenn ihr jetzt da das Küken als Kühlkompresse nehmen möchtet, weil es ja mit Kirschkernen gefüllt ist, dann müsst ihr jetzt die einzelnen Teile mit einer Nadel annähen. Das ist ganz wichtig. Den Schnabel nur hier in der Mitte annähen. Die Flügelchen bis etwa auf die Höhe, auf die Seite, die gehen nach hinten. Annähen, rechts und links, und die Füßchen am besten unten drunter legen, Küken draufsetzen, dann mit einer Stecknadel festgesteckt, so, und dann bis hier vorne annähen, etwa 1,5 cm, richtig gut mit der Hand annähen. Als Augen würde ich dann Knöpfchen empfehlen. Weil da macht die Kälte gar nichts. Wenn ihr einen Kleber nehmen würdet, würdet das ankleben und ihr tut es dann zur Kaltkompresse in den Gefrierschrank, dann löst sich der Kleber, der bricht dann regelrecht, der platzt dann weg. Also das müsst ihr euch jetzt überlegen, wie ihr es macht. Entweder annähen und wenn es nur zur Deko sein soll, kleben. Wenn es aber ein Spielzeug sein soll für Kinder, dann ist es ganz wichtig, dass ihr es annäht. Weil die Kinder rupfen doch mal dran, es geht mal runter, wenn es kleine Kinder sind, die verschlucken sich. Die Knöpfe extrem gut annähen. Und wer ganz sicher sein will, wegen den Knöpfen bei ganz kleinen, dann würde ich es weglassen, dann würde ich nur mit einer Wolle zwei Augen drauf nähen. So richtig an einer Stelle eine dicke braune Wolle genommen und als an einer Stelle Augen aufgenäht. Das ist jetzt euch überlassen und das ist das Nächste, was wir jetzt machen. Bei mir habe ich mich jetzt für Wackelaugen entschieden. Diese sind aber zum Annähen. Da muss man aber eine Weile suchen, bis man die findet. Die sind wirklich sehr stabil, richtig aus Plastik und nicht nur Papier, sondern aus dickem Plastik zum Annähen. Und dann kommen wir noch zum Verschönern. So, nun nehmen wir nochmal nur die Fransenwolle und verschönern unser Küken. Es soll noch so einen kleinen Puschel auf dem Kopf kriegen und ein Schwänzchen. Dann gehen wir an die hintere Naht und ziehen uns im unteren Bereich den Faden durch. Ich lege den wirklich großzügig über die Nadel und ziehe ihn durch und häkel den auch beim ersten Mal doppelt. Und dann mache ich 10 Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt gehe ich in dieselbe Masche wie vorhin und mache eine feste Masche. Da, wo ich den Faden rausgezogen habe, gehe ich jetzt wieder rein, mache eine feste Masche. Dann mache ich wieder 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und gehe wieder in die gleiche Masche und mache eine feste. So, und es gibt solche Schlingen, solche Bögen. Und dann mache ich jetzt da 10 Stück mit 10 Luftmaschen und steche 10 mal in die gleiche Masche ein. Dann schneide ich den Faden großzügig ab und ziehe ihn durch die letzte Öse und vernähe es. Es gibt das Schwänzchen. So, und am Oberkopf gehe ich ganz oben hinein, ziehe mir genauso auch eine Öse heraus, wie ich es gerade gezeigt habe. Hier mache ich nur 6 Luftmaschen und mach dann eine feste wieder in die gleiche, so ein kleines Kränzchen mache ich hier oben und das sind dann 6 Luftmaschen, dazwischen dann immer eine feste Masche in die gleiche und da mache ich dann 8 Bögen. Und dann ist unser Küken auch schon fertig. Und so sieht unser kleines Küken jetzt aus mit der Kirschkernfüllung, mit dem Pummelschwänzchen und dem Kopf. Franselchen
Und dann hoffe ich sehr, meine Idee hat dir gefallen. Du magst wieder mal hier hineinschauen, wenn ich was Neues habe. Mich würde es riesig freuen. Und dann wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Tschüss!